Was ist eigentlich das Sitzen beim Laufen? Wenn der Trainer vom Sitzen beim Lauftraining spricht, dann meint er eine vermehrte Beugung von Knie- und Hüftgelenk während des Trainings. Hierbei kommt es zu einer gehockten, quasi sitzenden Laufhaltung. Das entsteht, wenn die hintere Oberschenkelmuskulatur und die Gesäßmuskulatur zu schwach sind. Und es führt zu einer Überlastung der Kniegelenke und zu einem langsamen, schleppenden Stil. Ich zeige dir, mit welchen Übungen du einen sitzenden Laufstil sicher verhindern kannst. Der Hip Thrust ist eine hervorragende Kraftübung, die fast isoliert die große Gesäßmuskulatur und die hintere Oberschenkelmuskulatur anspricht. Die 20 Kilo Gewichtsstange wird auf dem Becken gelagert und du stößt das Gewicht nach oben. Thrust heißt Stoß. Führe von dieser Übung etwa 20 Wiederholungen durch und mache 3 Durchgänge. Bei steigendem Trainingserfolg kannst du zusätzliche Gewichte auflegen. Die gesprungene Kniebeuge. Bei der gesprungenen Kniebeuge trainierst du Wadenmuskulatur, hintere Oberschenkelmuskulatur, vordere Oberschenkelmuskulatur und das Gesäß. Nimm ein niedriges Gewicht von 10 bis 20 Kilo und führe 10 bis 15 Sprünge 3-mal durch. Beim Hopserlauf drückst du dich mit fast vollständig gestrecktem Bein vom Boden ab. Das andere Bein wird im Hüftgelenk deutlich gebeugt und das Knie Richtung Brust gezogen. Diese Übung führst du 20 Mal durch und machst 3 Durchgänge. Wenn du diese 3 Übungen regelmäßig durchführst, läufst du sauber gestreckt und bist kein Sitzläufer mehr. Schneller, leichter und schmerzfrei mit dem Running Dog.